Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier im TSW3 und zwar zu einer Mod-Vorstellung. Ihr seht es hier, wir haben heute mal etwas anderes und zwar eine rumänische Lokomotive, die CFR Class 40. Da sehen wir sie, steht hier gerade auf Bremen-Oldenburg. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Wir gucken uns das Modell einmal von außen an. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Was nicht funktioniert, sind jegliche Animationen. Also der Pantograph beispielsweise, der bewegt sich nicht. Ich glaube, die Räder bewegen sich auch nicht wirklich, wenn man fährt. Können wir gleich mal auf jeden Fall austesten. Licht ist auch noch nicht da. Also es ist in diesem Sinne ein 3D-Modell erstmal. Und wenn wir jetzt mal in den Führerstand reinspringen, dann ist das der Führerstand der Baureihe 155. Huch. Ja, in diesem Sinne ist das ein Model Replacement, das heißt die Lok der Baureihe 155 aus Bremen-Oldenburg wurde ersetzt mit diesem 3D-Modell. Im Grunde genommen wurde der 155 dieses 3D-Modell einmal so aufgesetzt. Und das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz frühe Alpha-Version dieser Mod. Und die gibt es zum Download und zwar auf Trainsim Community. Ich habe euch mal den Link dazu in die Videobeschreibung gepackt, natürlich nur für den PC. Ja, da wird auf jeden Fall einiges kommen. Aber ihr seht, die Mod ist noch in einem sehr, sehr rudimentären Zustand. Aber ich dachte mir, ist es ganz interessant, die mal vorzustellen. Wir können ja mal den Fahrtrichtungswender auf jeden Fall mal. Ah, okay, die Lok ist irgendwie nicht fahrbar. Überleg gerade. Ja, okay, vieles davon ist jetzt gerade nicht bedienbar. Auch der Fahrtrichtungswender nicht. Klappt auch mit der Tastatur nicht. Aha. Bremse ist auch nicht lösbar. Einen Moment. Machen wir immer so. Ja, das geht. Frage ist jetzt natürlich, ob der Fahrtrichtungswender. Naja, das funktioniert leider nicht ganz. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich glaube, in irgendeiner Form ist die locker befahrbar, aber das klappt jetzt gerade nicht. Naja, auf jeden Fall, das sei es jetzt auch erstmal an dieser Stelle nur davon. Das ist, wie gesagt, nur eine ganz, ganz kurze Mod-Vorstellung. Einer Mod, die im ganz, ganz frühen Zustand ist. Und die Frage ist halt, naja, was heißt das? Das heißt, dass es theoretisch möglich ist, dass 3D-Modelle ersetzt werden können mit anderen Loks. Und hier sehen wir halt den Beweis. Das heißt ja natürlich, dass die Baureihe 155, ich glaube nicht, dass alle 155er ersetzt werden. Beziehungsweise doch, alle Bremen-Oldenburg 155er werden dadurch ersetzt. Die Rosig Nord 155 bleibt davon unbeeindruckt. Aber ja, so viel dazu. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und dann bin ich ganz gespannt auf jeden Fall darauf. Und vor allen Dingen, was die Zukunft des TSW ja noch so anbietet. Alles Gute, alles Liebe.